Hey Leute, ich bin Sichi und willkommen zum Let's Play von Bioshock. Das ist Part Nummer 5, genau. Und wir sind hier irgendwie auf dem Weg zu Monument Island. Gucken wir, finde eine Gondel. Genau. Okay, dann tun wir das. Werden bestimmt gleich angegriffen von den Leuten da, deswegen sind wir bereit. Ich bin bereit. Zu jeder Zeit. Hi. Na, was geht? Hallo? Okay. Oh yeah, Krähen! Okay, da drüben ist ein Geschütz. Ich brauche eine andere Fähigkeit. Beherrschung. Komm, hilf mir. Beschieß die andere, nicht mich. Oh, sie haben es kaputt gemacht. Moment, Krähen, wo seid ihr? Kommt her! Okay, die letzten Schüsse meiner Maschinenpistole? Anscheinend nicht. Oh yeah! Okay, jetzt. Okay, keine Salze mehr, das ist kein Problem. Wow! Wow! Ah, lauf, dreh dich um! Oh, wow. Der ist... Komm, gib mir alles, was ihr habt. Stirb, Sünder! Dann bring mich um, Vibe. Geil, Alter. Ich feier dieses Spiel gerade. Lässt sich geil spielen. Muss nur nicht zu sehr reinrushen. Das ist so das Call of Duty Phänomen. Das Call of Duty Feeling in mir. Oh, was war das? Munition. Yeah. Gut, das Battle haben wir doch einigermaßen gut verstanden. Ja, ich muss mich erstmal zurechtfinden, erst mit der Steuerung. Ihr merkt, manchmal drücke ich so, dabei will ich zur Waffe wechseln. Aber naja, erstmal hier ausrüsten. Was haben die denn alles? Munition, Munition. Da brauche ich die nicht kaufen, kann Geld sparen und mir dann später schöne Upgrades besorgen. Kann man das auch durchsuchen? Ja, das kann man. Alter, du hast da ein bisschen was Rotes. Kann mich natürlich auch irren. Geldbörse. Tasche. Yeah. Ah ja, der Turm beschützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Und wir sind der falsche Hirte. Ganz einfach so, ohne dass wir irgendwie jemandem was getan haben. Okay, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Da muss ich hin, aber da will ich nicht hin. Ich will mich erstmal umsehen. Und, oh, was war das? Whisky trinken. Whisky trinken, Leute. Zigaretten rauchen. Nein, 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 nein. Ist hier. Oh, Schreibtisch. Kuchen. Yes, ich mag Kuchen. So, Geld. Hier ist ein Safe, aber guck mal, der ist schon offen. Hm. Oh Gott, das können wir auch durchsuchen. Oh Gott. Wenn er jetzt so jede Kiste geöffnet hätte. Oh Gott, dann gute Nacht. So, es ist hier eine Art Planer, okay. Da müssen wir hin, aber wir gucken uns noch hier rum. Wir erkundigen diese schöne Level. Kann ich das auch durchsuchen irgendwie hier? Nein, die kann ich nicht... Oh, Salz. Okay, das mit dem Salz ist schon mal gut. Gesundheit ist voll. Wodka. Banane, Leute. Aber ich... Boah. Faule Banane. Ach so, minus Gesundheit. Nee, eigentlich brauche ich hier nichts. Kann ich noch hier Kisten? Schränke? Nein. Gut. Ich sehe hier Silver Eagles. Ah, da. Yes, das Geld sammelt sich, meine Freunde. Aber weiter geht's. Was habt ihr hier? Immer noch, ja, das ist das gleiche, okay. Na, geschlossen, das denkt ihr nicht. Geil, ich kann das so greifen und dann damit fahren. Wow. Guckt euch das an, bitte.
Alter, ist das abgefahren, ey. Was gibt's hier? Sie haben keinen Zutritt zu Monument Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, huh? Mhm. Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Ja, das stimmt, mein lieber Booker. Das stimmt. Gut, das Geld sammelt sich, das ist schön. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Und los geht's. L ist Schub. L1 ist anvisieren. Umkehren. X angreifen. Und verlassen. Oh. Oh, shit. Ich war eben gerade am Brennen. Shit. Habt ihr das gehört? Er führt Böses im Schilde. Böse. Finde eine Möglichkeit, die Fracht zu beseitigen, die die Skyline blockiert. Okay. Da muss ich an diesen Knopf, das sehen wir schon, aber ich will mich erstmal umsehen, wie immer. Und den Audiolog hören. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Gott, eine zweite Arche, also es ist auch krank hier, Mann. Egal, los geht's. Schub, L1 anvisieren, ich muss darauf erstmal zurechtkommen. Oh, oh, wow. Okay, oh, Leute, warum brennen die eigentlich danach immer? Okay, da sind Gegner. Gut, mit der Skyline, Alter. Erstes Erlebnis damit. Ich, boah, völlig baff, Mann. Alter, ihn oder ihn da drüben? Ihn. Ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Okay. Danke für den Tipp, Mann. Hast du die Hosen voll, Jungchen? Ihr seid da oben, ne? Ja. Gucken wir uns erstmal unten um, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe ja einen Schlüssel und den kann ich ja irgendwo verwenden, bestimmt. Eis. Oh, Salze sind voll. Das ist gut. Limonade. Haben wir noch ein bisschen Salz gemacht. Oh, alles durchsuchen, Mann. Schön Geld sammeln. Das muss klappen. Greifen. Okay. Dahin. Geil, Mann, ich feiere dieses Spiel. Oh. Okay. Das hätten wir schon mal. Was ist das? Nichts. Alter, der hat mir sogar Angst gemacht ein bisschen. Weil er so abgefahren auf mich drauf gejumpt ist. Oh, Portemonnaie. Oh ja. Okay. Anscheinend ist hier nichts. Da ist die Skyline wieder zu sehen. Habe ich auch nichts übersehen irgendwie? Oh doch. Mein Gott, das Geld sammelt sich. Okay, los geht's. Wow, Mann, ist das geil. Trete zurück! Trete zurück! Was ist denn jetzt?
ist los? Überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Vater Washington, erhöre mich. Was macht ihr? Was? Seid ihr Verbündete? Nee. Greift ihr an oder habt ihr heute keine Lust? Anscheinend nicht. Da kann ich nicht rein, oder? Nein, 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 nein. Warum greift ihr nicht an? Hört auf damit, das ist ja gruselig. Tut was, hasst mich. nee. Achso, das hat geblinkt. Ich habe gedacht, das wäre was für mich. Okay, anscheinend soll ich weiter hier. Nach oben oder nach unten? Oh, der zeigt mir einen anderen Weg. Wohin? Da rein, okay. Dann gehe ich da rein. Unser Prophet, oh Gott. Hallo, Leute. Ihr seid ja hier echt benebelt. Habt ihr hier Gehirnwäsche? Ich muss rauf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Will ich diesen Hebel betätigen? Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Wow. Okay. Father Comstock. Gott, wie sie ihn anhimmeln. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Die greifen nicht an, die sind gerade paralysiert. Skyline. Geh zurück! Wow. Die haben Bord des Devil. Des Propheten Comstock. Oh yeah. Bam. Schon wieder ein Vibe. Okay, Salze, Kiste. Sandwich. Oh. Ah, aim. Oh, shit. Na los, komm her. Komm her. Bam. Prügeln. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Okay, die Steuerung finden, um dahin zu kommen. Okay. Finde die Steuerung des Zeppelins. Nein, leider nicht. Nein, leider auch nicht. Oh, Kiste. Leer, na toll. Nee, ich glaube, das ist irgendwie falsch. Hier hin. Oh, eine Nonne? Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Die reagiert nicht mal auf mich. Oh Gott, wie die verehrt werden, das ist ja schon fast krank. Steuerung okay, manipuliert. Ich glaub, das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Wow, was? Was so? Bist du bekloppt? Oh shit. Wo ist hier raus?
Nein! Oh shit! Scheiße! Wow! Scheiße! Oh! Oh mein Gott! Leute! Oh mein Gott, bin ich echt gerade aus so einem Zeppelin rausgesprungen? Alter. Burkermann. Das ist un Alter, war da. Puh. Das war cool, Mann. Das war cool. Gut, es geht da dann weiter. Gucken wir uns um erstmal, bevor es weitergeht. Mit diesem abgefahrenen Spiel, ey. Gucken wir erstmal, ob hier noch irgendwas ist. Nein, anscheinend nicht. Oh mein Gott, ey. Monument Island. Okay, los geht's. Mal gucken, das ist eigentlich... Hier ist... Oh. Verkaufsautomat ist das Übliche hier. Mülltonne durchsuchen. Hat ein Sandwich für mich. Und der hier hatte die Upgrades. Immer dieser hier. Alter Seemann. Das ist leider noch etwas teuer. Krähenfallen. Krähenfalle, Hilfe. Etwas zu teuer für mich. Bereich verlassen, ja. Wow, Monument Tower. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wofür hatten diese Leute solche Angst? Willkommen auf Monument Island. Abgefahrenes Spiel, ey. Da springen wir aus dem brennenden Zeppelin. Die Nonne hat sich eben gerade echt angezündet. Das ist doch krank, ey. Gut, Monument Island, hier sind wir. Da ist es. Monument Island. Ja. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Das möchte ich auch gern wissen, Booker. Ich möchte so vieles wissen. Ich möchte wissen, wie mein Leben in 30 Jahren... Okay, Moment mal, falsche Fragen. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich guck mich mal um. Du hast schöne Fingernägel, Booker. Ob hier noch irgendwas ist. Aber nein, es ist geschlossen. Es ist geschlossen. Monument Island. Es ist doch nicht irre. Ich muss da durch. Kann ich das kaputt machen mit dem Teufelskuss hier? Nein, da ist hier irgendwie kein Tipp oder sowas. Ich würde jetzt ganz aber da drauf fetzen oder so. Ups. Schade. Es war... Ach, da oben. Okay. Und... runter. Monument Island. Der Spross des Propheten sollte... den Thron... den Ertrunkenen in Flammen... den Bergen von Männern... Ah, das ist so auf schnelle Welle Englisch so... Ach, es ist irgendeine Psycho-Scheiße auf jeden Fall. Oh, ja, yeah. Tür geht auf. Speziman is dangerous past this point. 12-hour quarantine. Okay, was ist denn das hier nur? Aber ich sehe Geld. Geld! Und ein Voxophon von einem Schwarzen. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und... jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Oh, was ist das was denn? Was ist das? Das habe ich auch gefragt, Booker. Hier. Ein Jahr, 5 Jahre, 11 Jahre, 17 Jahre. Eine Frau. Oder ein Mädchen eher gesagt. Ist das Elizabeth? Ist das unser Ziel? Schreibtisch durchsuchen erstmal. Ist das Kaffee? Ja.
was sie da oben festhalten. Halten sie also das Mädchen da oben fest. Do not speak to the Speziman. Oder Speziman. Ich kann, weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe das Wort noch nicht so gelesen bisher. Okay, anscheinend da rein. Gut, aber bevor ich das mache, beende ich erstmal hier mit diesem Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja, Leute, ich bin Zuchi. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.